Begriff Pigmentisten kannte ich bislang noch gar nicht. Was bieten Sie denn überhaupt so alles insgesamt an? In erster Linie mache ich Augenbraue, Lidstrich, Lippenkonturen und Brustwarzen, Narbenkorrekturen. Also Brustwarzen insofern, wenn Frauen jetzt eine Brust-OP hatten, Krebs meistens, und ihnen fehlt es an dieser Brustwarze, dann werde ich die nachstellen. Also eine persönliche Frage, wie wird man überhaupt Pigmentist als Beruf? Also schon als junger Mann habe ich gemalt, erst mit ganz einfach mit Bleistift, mit Öl, und habe dann irgendwann über die Jahre mal aufgehört, weil da die Familie war und Verpflichtungen. Und dann habe ich wieder vor einigen Jahren angefangen, habe gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was mir in meinem Leben so wichtig ist und was mir viele Jahre gefehlt hat. Dann habe ich angefangen, viele, viele Bilder zu malen und habe mir dann hier diese Ausbildung zum Pigmentisten aufgetan, habe das auch beendet und bin jetzt Gott sei Dank diesen Weg weitergegangen, wo ich anfangs schon wusste, das ist eigentlich mein Ding. Was für Menschen kommen zu Ihnen? Die meisten sind natürlich interessiert an rein normalen Pigmentierungen. Jetzt habe ich hier aufgemacht und es fällt natürlich auf, weil ich doch schon etwas exklusiver mich darstelle. Ich bin also auch nicht nur Pigmentist, ich tätowiere ja auch. Und ja, was viele unter einem Tattoo-Studio verstehen und oder mal kennengelernt haben, hebe ich mich da so ein bisschen ab. Und das interessiert einfach. Die Leute kommen rein, wollen sich informieren über die Preisgestaltung, über das, was ich tue. Und dann erzähle ich eben, dass ich tätowiere, Tattoo-Entfernungen ja auch mache. Und somit decke ich hier eigentlich den kompletten Markt ab für Tattoo-Entfernung, Tattoos, Pigmentierung in allen Bereichen. Und das ist das, was die Leute interessiert. Die wollen einfach wissen, wer steckt dahinter. Ah, interessant. Vielleicht auch jetzt so zum Jahresbeginn, wo einige sagen, Mensch, ich möchte mal neu starten, vielleicht mir ein Tattoo auch wegmachen lassen. Wie geht es denn den Kunden, die zu Ihnen kommen? Die kommen hier rein und suchen schon irgendwo eine gewisse Hilfe oder eine gewisse Resonanz, die sie vielleicht im Kopf schon ewig mit sich rumtragen und ja so einen Schritt nach dem anderen jetzt gehen wollen. Und es bietet sich bei den meisten einfach an. Die fühlen sich eigentlich so ein bisschen hilflos hin und wieder mal. Einige bestätigen mir meine Denkweise, dass eben viele Frauen in diese herkömmlichen Tattoo-Studios nicht gerne gehen, weil das Klischee da noch so stark haftet. Und da sind einige Damen oder Frauen gehemmt. Diese Kosmetik- und Wellness-Atmosphäre kommt ihnen hier schon entgegen. Und Sie haben mir im Vorfeld schon gesagt, es gibt eine Sache, die liegt Ihnen besonders am Herzen. Erläutern Sie die doch kurz mal bitte. Also ich hätte das Bedürfnis, mal der Frauenwelt etwas zukommen zu lassen. Das bedeutet, ich würde ganz gerne mal ein oder zwei Damen, die eine Brustwarzen-Nachstellung benötigen, dass sie denn von mir diese Pigmentierung, diese Brustwarze kostenfrei bekommen. Dass da die eine oder andere Frau sich bei mir melden kann und dann kostenfrei diese Brustwarze bekommt. Alles klar. Das Angebot steht vom Pigmentisten Andreas Otto. Wenn Sie also daran Interesse haben, klingeln Sie jetzt gerne durch unter 030 80 500 und die 80. Ansonsten finden Sie Andreas Otto in Charlottenburg am Prager Platz 1 bis 3 in den Arkaden dort. Radio Paradies.